Wir haben ja bisher uns beschäftigt mit der Sensorik, das heißt, wie wir Informationen aufnehmen, ja, über die Sinnesorgane. Und der einzige Grund, warum wir überhaupt Informationen aufnehmen und aufnehmen müssen und warum uns das weiterhilft, ist, dass wir mit der Information was machen können. Und machen heißt in dem Fall jetzt nicht irgendwie berechnen, wenn sich was bewegt und das dann wahrnehmen und ein Bild der Welt in unseren Kopf reinzukriegen, sondern machen heißt wirklich ganz sprichwörtlich machen, nämlich auf unsere Umwelt einwirken. Wenn wir nicht auf unsere Umwelt einwirken könnten, dann bräuchten wir diese ganze Sinnesinformation nicht. Die würden uns überhaupt nicht weiterhelfen. Ja? Dann könnte man wie Bäume einfach nur rumstehen. Aber wir können ganz viel machen mit dieser Information. Wir können auf unsere Umwelt einwirken, mit unseren Mitmenschen interagieren. Und das ist ein ganz gewaltiger Vorteil. Und heute wollen wir uns anschauen, wie diese Bewegungskontrolle funktioniert und weil es ja immerhin noch um Wahrnehmungspsychologie geht, wie die Kontrolle von Bewegungen ganz, ganz eng verknüpft ist mit dieser Aufnahme von Informationen. Das heißt, das ist der erste Teil und dann beschäftigen wir uns ein bisschen genauer mit den Körperteilen, die eigentlich diese Bewegungen dann erledigen für uns, nämlich unsere Muskeln, wie die aufgebaut sind und vor allen Dingen, wie auch die Wahrnehmung, die Sinneswahrnehmung in den Muskeln funktioniert, ohne diesen Wahrnehmungsapparat, der uns sagt, wie stark jetzt ein Muskel kontrahiert ist, können wir auch diese Bewegungen gar nicht durchführen. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr eng alles miteinander verknüpft. Und dann im dritten Teil der Vorlesung sehen wir uns schließlich an, welche Bereiche des Nervensystems jetzt wirklich dieser Bewegungssteuerung unterliegen, wo da die Kontrollmechanismen sitzen. Zunächst mal möchte ich anfangen einfach mit einer Klassifikation, genauso wie man in der Wahrnehmung, also die Sensorik und die Perzeption so öfter mal unterschieden haben, also die ganz einfachen, die zum Beispiel die Transduktion von physikalischen, chemischen Reizen in Nervenimpulse, also diesen sensorischen Anteil mit dem höheren, komplexeren Anteil der Interpretation dieser Nervenimpulse zu Sinneswahrnehmung. Genauso unterscheidet man bei Bewegungen so ein bisschen in der Motorik zwischen Bewegungen, also relativ einfachen Sachen, und Handlungen, die dann komplexer sind. Die Unterteilung ist jetzt auch nicht besser oder schlechter oder sinnvoller als wie die zwischen Sensorik und Perzeption, aber für den Anfang ist es durchaus hilfreich. Also bei den Bewegungen, da gibt es natürlich das aller einfachste, das sind einfache Reflexe. Zum Beispiel der Kniesehnenreflex, das kennen Sie aus Cartoons oder vielleicht waren Sie auch wirklich mal beim Arzt, der das überprüft hat, wenn man die Patellarsehne in die Kniescheibe schlägt, dann streckt sich der Fuß automatisch. Das ist ein ganz einfacher Dehnungsreflex. Und eine Zeit lang hatte man gedacht, dass sich wirklich komplizierte Bewegungen eben aus solchen einfachen Reflexen zusammensetzen lassen. Von dem geht man nicht mehr aus. Also es gibt schon sowas, es gibt sowas wie Bewegungspläne, die dann eben diese komplexeren Bewegungen zustande bringen. Aber die einfachen Reflexe, die sind nicht zu unterschätzen und die spielen auch eine ganz, ganz wichtige Rolle eben zum Beispiel bei der Haltung. Also einfach wenn man steht oder sitzt oder andere Sachen macht, dann kontrollieren diese Reflexe ständig eben die Haltung. Und wenn ich hier so stehe, dieser Dehnungsreflex, dann werden Sie sagen, okay, wann schlägt mir jetzt schon jemand mit so einem Hämmerchen auf die Kniescheibe? Ja? Das passiert selten. Aber wenn ich hier so stehe und dann meine Haltung eben der entsprechende Muskel gedehnt wird, dann dient eben dieser Reflex dazu, dass er dann wieder kontrahiert wird und ich wieder richtig gerade dastehen kann. Das heißt, die sind sehr, sehr wichtig, die Reflexe für diese Haltungssteuerung. Und dann gibt es noch Orientierungsbewegungen, also wie Kopfwendungen, wenn irgendwelche Sinnesreize da sind, oder eben bei Tieren dann auch Schnuppern. Und bei Handlungen, das sind eben dann komplexere Arten
von Motorik, zum Beispiel die Fortbewegung, Laufen oder auch Schwimmen, atypische Verhaltensweisen, Nahrungsmittelaufnahme, Flirten, Küssen, was auch immer sie wollen. Oder erlernte Fähigkeiten, ja, Sprache. Sprache wird durch Muskeln gesteuert, das muss erlernt werden. Werkzeuggebrauch, Autofahren, Klavierspielen, alles möglich. Das ist einfach mal so ein einfaches Schema, das uns hilft, das ein bisschen einzuordnen. Bewegung wollen wir natürlich auch, müssen wir natürlich auch irgendwie messen, um das untersuchen zu können. Ja. Und um Bewegungen zu messen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und eine relativ einfache Möglichkeit ist natürlich, dass man einfach die Bewegungen mit einer ganz, ganz schnellen Kamera filmt und sich das dann in Zeitlupe ansieht. Und das Interessante ist, vor 10 Jahren oder 15 Jahren, da kosteten solche Hochgeschwindigkeitskameras Hunderttausende von Euros. Und jetzt kann man sich so Hochgeschwindigkeitskameras, also auch bis zu 1000 Hertz, gibt es im Consumer-Bereich für 100, 200 Euro. Und das ist wirklich faszinierend, wenn man sich dann mal solche Bewegungsfolgen oder auch andere Abläufe dann in Zeitlupe ansieht. Aber das ist natürlich auch ein bisschen mühsam, dann aus diesen Filmen als die Bewegungsparameter zu quantifizieren. Und was in den Labors eigentlich die meiste Zeit gemacht wird, zum Beispiel auch bei uns oben im dritten Stock, wenn wir Bewegungen, Greifbewegungen, Zeigebewegungen untersuchen, ist, dass man Marker hat, also so wie dieser Cursor hier, die entweder Ultraschall oder Licht oder sonst was aussenden und wo sich die Position dieser Marker ganz, ganz genau messen lässt. Und die Marker kann man entweder dann an den Fingern anbringen oder man fragt die Probandin oder den Probanden einfach, den Marker selber zu bewegen. Und wenn man das macht, das ist hier zum Beispiel dargestellt, dann kann man die Probandin bitten, diesen Cursor von der zentralen Position zu so einer Zielposition hin zu bewegen. Da leuchtet so ein, man hat den Cursor hier, dann leuchtet so ein kleines Lämpchen auf und dann bewegt man den relativ zügig dahin. Und wenn gesunde Probanden das machen, dann kriegt man sowas wie hier. Also die machen dann in jede Richtung bei einem festen Ziel eigentlich immer die gleiche Bewegung. Die ist nicht immer ganz exakt gerade, aber für einen bestimmten Menschen ist es relativ konstant, wie der Lichtpunkt da von dem Cursor angefahren wird. Wenn man jetzt Patienten untersucht, in dem Fall hier zum Beispiel Patienten mit der Huntington'schen Krankheit, dann findet man da Abweichungen. Also die Huntington-Krankheit ist in erster Linie auch eine Bewegungsstörung, eine Störung der Basalganglien, also ein Bereich des Gehirns, der sehr wichtig ist für die Bewegungskontrolle. Und wenn diese Patienten diese Bewegung ausführen sollen, dann sind sie hier erst schon am Anfang so ein klein bisschen ungenauer, aber dann um das Ziel rum ergibt sich eine relativ große Ungenauigkeit. Das heißt, die haben diese feinen Korrekturen, sind nicht mehr so unter Kontrolle. Die Huntington-Krankheit ist also eine sehr, sehr massive, vererbte Krankheit. Und das Schlimme daran ist, dass die manifestiert sich erst so mit 30 bis 40 Jahren. Das heißt, nachdem die Periode der Fortpflanzung eigentlich schon vorbei ist. Das heißt, man setzt Kinder in die Welt und dann ein paar Jahre später erfährt man, dass man selber von der Huntington'schen Krankheit betroffen ist und da dieses autosomal dominant vererbt wird, sind praktisch die Hälfte der Kinder dann auch betroffen. Und das ist natürlich dann ein schweres Schicksal. Und es wäre natürlich gut, wenn man es vorher schon wissen würde. Und was sich gezeigt hat, ist, dass wenn man die Träger dieser Huntington'schen Krankheit, also die Gene für diese Krankheit tragen, aber wo die Krankheit sich noch nicht manifestiert hat, im 20 Jahre vorher, wenn man die untersucht, dann zeigen die auch schon eine größere Streuung hier als die gesunden Probanden. Und man kann das schon erkennen. Es ist praktisch so eine Art Marker für diese Huntington'sche Krankheit. Und im Prinzip ist es schon auch immer ein Ziel von Verhaltensuntersuchungen, überhaupt solche Marker für bestimmte Krankheiten
immer Huntington oder im Schizophrenie oder Parkinson zu finden, damit man das vorher schon weiß. Bei der Huntingtonschen Krankheit ist es ein bisschen schwieriger, weil auch wenn man es vorher weiß, also man kann dann eigentlich überhaupt nichts mehr machen. Dieses Wissen vorher, dadurch, dass es vererbt ist, hat sich die Krankheit vermutlich schon bei den Generationen vorher gezeigt. Das heißt, es gibt dann schon Hinweise. Und das eigentlich Gute ist, dass es in unserer jetzigen Zeit auch in der Amniozentese, also im ungeborenen Kind, schon abgeklärt werden kann durch entsprechende Untersuchungen. Aber im Prinzip, was ich hiermit sagen will, ist, dass sich Bewegungen relativ genau messen lassen, meinetwegen mit solchen Markern, und dass es eben da spezifische Unterschiede gibt zwischen gesunden Probanden und bestimmten Patientengruppen. Bei Parkinson-Patienten, das ist ja auch eine Bewegungsstörung, die Schüttellähmung, da ist es so, dass da die Patienten eher in der Anfangsphase der Bewegung Ungenauigkeiten und größere Streuung zeigen als am Ende. Eine andere Möglichkeit, Bewegungen zu erfassen, ist natürlich, indem man die Aktivierung der Muskeln direkt misst. Und direkt messen heißt einfach die elektrischen Potenziale, die in den Muskeln hervorgebracht werden, die mit der Muskelaktivität einhergehen. Da kann man einfach Elektroden anbringen. Und hier ist es zum Beispiel gemacht am Bizeps und am Wadenmuskel. Und die Probandin hier hat einfach die Aufgabe, wenn ein akustisches Signal ertönt, dann soll dieser Hebel hochgezogen werden. Also eine ganz einfache Aufgabe. Und es ist ganz klar, dass nachdem das Signal ertönt, hier zum Zeitpunkt 0, hier dann so ungefähr 120 bis 150 Millisekunden später, kann man dann die Aktivität am Bizepsmuskel sehen. Das ist alles vollkommen klar. Das Interessante ist, und man fragt sich, warum überhaupt jemand auf die Idee gekommen ist, da jetzt irgendwie die Aktivierung vom Wadenmuskel zu messen. Aber wenn man das macht, dann findet man, dass der Wadenmuskel schon ungefähr 40, 50 Millisekunden vor dem Bizepsmuskel aktiv wird. Das heißt, bevor da irgendwie jetzt der Bizeps den Hebel hochzieht, wird der Wadenmuskel schon kontrahiert, um sozusagen die Stützmotorik entsprechend zu aktivieren. Das heißt, in dem Fall, es entsteht ein ganzer Bewegungsplan, der irgendwie ganz, ganz viele Muskelgruppen mit einschließt. Und die kürzesten Latenzen, die findet man eigentlich immer bei den Nackenmuskeln. Also sobald man irgendwas machen muss, spannt man die Nackenmuskeln an. Das heißt, auf die Art und Weise lässt sich eben Aufschluss gewinnen, wie so eine komplexere Bewegung organisiert ist, welche Muskelgruppen beteiligt sind und wie so ein Bewegungsplan eigentlich aussieht. Das Ziel oder die Eigenschaften von so einer Bewegung, die man haben will, sind ja zum einen, dass die Bewegung möglichst genau ist und zum anderen soll die Bewegung möglichst schnell sein. Und die nächsten paar Folien werden wir uns ansehen, wie man diese Ziele erreichen kann. Eine möglichst genaue Kontrolle lässt sich erreichen, wenn eine Bewegung in einem sogenannten geschlossenen Regelkreis ausgeführt wird. Das heißt ganz einfach, dass die Bewegung begonnen wird und dann wird geguckt und verglichen mit dem Sollzustand der Bewegung. Und wenn es dann Abweichungen gibt, dann wird es entsprechend korrigiert. Das ganze Prinzip von dem Regelkreis kennen Sie wahrscheinlich am besten von der Heizung. Ja? Das ist ganz einfach. Da wird die Temperatur im Raum gemessen, dann verglichen mit der Wunschtemperatur. Wenn es im Raum zu kalt ist, wird die Heizung eingeschaltet, solange bis die Wunschtemperatur erreicht wird. Und umgekehrt. Genauso ähnlich funktioniert es in dem geschlossenen Regelkreis. Das heißt, es wird immer wieder gemessen und dann wieder nachjustiert. Und in diesem Kreislauf kann man eben eine ganz, ganz exakte Bewegung erreichen. Ein weiteres Beispiel für so einen geschlossenen Regelkreis
bei dem man wirklich ganz, ganz genaue Kontrolle erreicht werden muss, ist das endokrine System, das Hormonsystem. Im Hormonsystem, da geht es darum, also geringe Massen von Hormonen extrem genau auszuschütten, weil sonst alles runter und drüber geht im Organismus. Und um das zu erreichen, ist im Hormonsystem nicht nur ein Regelkreis, sondern es sind mehrere redundante Regelkreise, die die Kontrolle erledigen, damit auch ja kein Fehler passiert. Bei Bewegungen ist es eben meistens nur, gibt es nur einen solchen Regelkreis. Ein Beispiel für so einen geschlossenen Regelkreis ist zum Beispiel, wenn Sie gehen oder eigentlich bei vielen Fortbewegungsarten, wenn Sie zum Beispiel Auto fahren. Wenn Sie mit dem Auto fahren, dann registrieren Ihr Sinnessystem ständig irgendwelche leichte Abweichungen von der Spurmitte. Wenn Sie so ein bisschen links geraten, dann wird es gleich wieder kontrolliert. Wenn Sie ein bisschen rechts geraten, wird es gleich wieder kontrolliert. Und Sie merken das gar nicht. Sie merken es dann, oder Sie würden es merken, wenn wir den Regelkreis öffnen würden. Das heißt, wenn diese Rückkopplung nicht mehr kommen würde. Den Regelkreis öffnen, Rückkopplung nicht mehr kommen. Das würde in dem Fall beim Autofahren heißen, Sie fahren und machen Ihre Augen zu. Das dürfen Sie auf keinen Fall machen. Ja. Da merkt man nämlich ziemlich schnell, dass das eine sehr unsichere Sache ist. Oder einfach, wenn Sie mal an einem ganz verlassenen Waldweg entlang gehen und dann die Augen zumachen und ein paar Meter weitergehen, dann werden Sie auch merken, dass man da sehr, sehr schnell irgendwie sehr unsicher wird. Und um Ihnen jetzt die Wichtigkeit dieses geschlossenen Regelkreises beim Autofahren ein bisschen ganz, ganz deutlich zu machen und damit Sie auch ja nicht auf die Idee kommen, die Augen zuzumachen beim Autofahren, machen wir jetzt eine kleine Demo und setzen uns alle an Steuer. Das heißt, Sie setzen sich jetzt an Steuer, ans Lenkrad. Und jetzt dürfen Sie am Steuer sitzen und die Augen zumachen. Okay, und wir fahren jetzt Richtung Schiffenberger Tal raus, fahren in die Autobahnauffahrt und jetzt fahren wir auf der Autobahn entlang. Und vor uns ist jetzt ein Lastwagen, den wollen wir überholen. Und jetzt sollen Sie mit geschlossenen Augen die Lenkbewegungen einleiten, um diesen Lastwagen zu überholen. Ja? Augen zu und schön lenken und jetzt sind Sie am Lastwagen vorbei. Okay. Jetzt fahren wir weiter. Jetzt fahren wir von der Autobahn runter und es kommt eine Kreuz. Jetzt wollen wir links abbiegen. Ja? Also Augen zu und jetzt links abbiegen. Lenken und dann wieder geradeaus weiter. Okay. Und jetzt können wir die Augen langsam wieder aufmachen. Und was haben Sie jetzt beim Linksabbiegen anders gemacht als beim Überholen? Gekurbelt. Also beim Linksabbiegen, okay, da haben wir eine größere Kurve gemacht. Aber okay, was die meisten von Ihnen gemacht haben beim Überholen, ja? Lenken und dann links ausscheren. Und dann geradeaus weiterfahren. Ja? Was die meisten beim Linksabbiegen gemacht haben, ist geradeaus fahren, lenken und dann wieder geradeaus weiterfahren. Vielleicht beim Linksabbiegen ein bisschen mehr gelenkt. Ja? Aber eigentlich haben die meisten den gleichen Bewegungsablauf gemacht, beim Überholen und beim Linksabbiegen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Überholen und Linksabbiegen. Ja? Das heißt, die meisten von Ihnen sind erfolgreich auf der Autobahn links abgebogen. Das heißt, wenn man rausfährt zum Abbiegen, dann muss man, und ein paar von Ihnen haben das gemacht, dann auch wieder entsprechend gegenlenken, um auch wieder geradeaus dann zu fahren. Ja? Also erst links und dann wieder rechts. Und
wenn Sie das machen, wenn Sie in einem Auto sitzen, dann würde Ihnen das nie irgendwelche Probleme bereiten. Ja, ist ja vollkommen klar, weil Sie merken dann, jetzt geht es nach links, okay, jetzt muss ich anders lenken und dann, aber das haben Sie einfach so verinnerlicht. Aber es ist wirklich dieser geschlossene Regelkreis wichtig und notwendig, damit das alles funktioniert. Das heißt, der große Vorteil beim geschlossenen Regelkreis ist, es wird eine ganz, ganz hohe Präzision erreicht. Also es geht alles ganz, ganz genau. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel die Aufgabe habe, eine Fliege zu fangen, ja, dann könnte ich mir jetzt auch den geschlossenen Regelkreis, die Fliege fliegt hier so rum und ich kontrolliere und vergleiche immer die Position von meinem Finger oder meiner Hand mit der Position der Fliege, aber ich komme der Fliege nie hinterher. Ja. Das heißt, manchmal müssen wir Bewegungen auch schneller ausführen, als es der geschlossene Regelkreis das ermöglicht. Wenn wir eine Fliege fangen wollen, dann muss es ganz, ganz schnell gehen. Und diese Bewegungen, die heißen dementsprechend, dass sie im offenen Regelkreis stattfinden. Das sind Bewegungen, die relativ schnell stattfinden müssen. Ein Beispiel für so eine Bewegung im offenen Regelkreis, die wird auch als ballistisch bezeichnet, weil man sich so vorstellen kann, dass wenn zum Beispiel beim Greifen die Hand erstmal losgeschickt ist, dann ist es wie eine Kanonenkugel, die fliegt dann und man kann die nicht mehr groß steuern. Die beste Beispiel für diese ballistischen Bewegungen sind eigentlich die Blickbewegungen, diese Sakkaden, weil die laufen innerhalb von 20 bis 50 Millisekunden ab und da wird das Auge wirklich losgeschossen und es gelangt aber auch an genau den richtigen Ort an, weil wir eben diese Blickbewegungen dreimal pro Sekunde machen und deshalb extrem trainiert drin sind. Beim Ergreifen von Objekten, da ist es so, dass der erste Teil der Greifbewegungen in diesem geschlossenen Regelkreis abläuft. Zwar im Präzisionsgriff, wenn ich mit Daumen und Zeigefinger ein Objekt fassen will, dann öffnet sich die Hand, also Daumen und Zeigefinger, während der Bewegung und die erreichen ungefähr auf der Hälfte der Strecke die maximale Grifföffnung. Und dann gehen sie wieder zusammen und am Schluss ist natürlich die Öffnung der Hand gleich der Öffnung des Objekts. Das ist trivial, aber in der Mitte, diese maximale Grifföffnung, die ist ungefähr doppelt so groß wie die finale Grifföffnung und die ist praktisch eine Schätzung des motorischen Systems für die Größe des Objekts. Beim Greifen ist es so, dass dann nach dieser anfänglichen Phase, wenn man sich dem Objekt annähert, dann geht es wieder über in die visuelle Kontrolle und man kann dann auch Korrekturen eben durchführen. Sonst wird man vermutlich ziemlich oft was verschütten. Aber diese ballistischen Bewegungen, die sind eben sehr, sehr wichtig, immer dann wichtig, wenn irgendwas ganz, ganz schnell gemacht werden muss. Jetzt haben wir, zum einen wollen wir die Bewegungen, dass die ganz, ganz schnell sind, zum anderen wollen wir, dass sie möglichst genau sind, aber Sie können sich schon denken, dass beides gleichzeitig kann man nicht haben. Es gibt irgendwo einen Trade-off und ein Herr namens Paul Fitz, der hat es 1954 ganz genau untersucht und der hat auch einen sehr systematischen Zusammenhang gefunden. Und nach dem heißt dieser Zusammenhang Fitz Law. Und Fitz Law besagt einfach, dass wenn die Schwierigkeit der Bewegung zunimmt, dann brauchen wir länger, um die Bewegung genau auszuführen. Und untersucht hat er das mit so einem Paradigma, das hier dargestellt ist. Der Finger ist, oder der Cursor ist zuerst an einer bestimmten Stelle hier und muss dann zu einer anderen Stelle hinbewegt werden in diesen Bereich hier rein bewegt werden und dieser Bereich ist gekennzeichnet dadurch, dass er einen bestimmten Abstand hat vom Ausgangspunkt und eine bestimmte Breite. Das ist ganz klar, desto weiter das der weg ist vom Anfang, desto schwieriger wird es und desto schmäler dieser Balken wird, desto schwieriger wird es. Ja? Und deshalb ist
die Aufgabenschwierigkeit gegeben, einfach durch das Verhältnis aus der Breite hier und der Breite hier und dem Abstand hier. Ja. Und Fitz hat dann untersucht, wenn er hier die Schwierigkeit variiert, wie viel Zeit die Probanden brauchen, um das genau zu machen, und dann den linearen Zusammenhang hier gefunden. Und das ist eines der wenigen Gesetze, die wir in der Psychologie haben, das Fitz Law. Und wichtig ist halt, dass für Bewegungen, die eben ganz, ganz genau sein müssen, ist eine zusätzliche Kontrolle wichtig, dieser geschlossene Regelkreis. Und wenn Bewegungen ganz, ganz schnell sein müssen, dann müssen wir die ohne diese Rückmeldung machen. Und natürlich heißt es, wir schießen zum Beispiel unseren Arm los, aber wir haben dann keine Kontrolle mehr. Das heißt, um da überhaupt eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit zu haben, das Ziel zu treffen, müssen wir eben ganz viel üben, damit wir bestimmte Bewegungen im offenen Regelkreis dann wirklich erfolgreich ausführen können. Ja. Wenn Sie zum Beispiel einen Fußballer anschauen, der irgendwie so einen Ball mit dem Fuß auf den Ball draufhaut und dann den wirklich ziemlich exakt an eine bestimmte Stelle von dem Tor schießen kann, das ist eine sehr, sehr komplizierte Bewegung in einem absolut, das ist ballistisch im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Wenn der Ball erstmal weg ist, kann man nichts mehr damit machen. Das heißt, man kann das nur erreichen, indem man übt. Immer wieder üben, dann klappt es mit den ballistischen Bewegungen. Die Steuerung von Bewegungen, also die einfachste Möglichkeit für so einen geschlossenen Kreislauf, ist hier dargestellt. Und viele Bewegungen laufen ansatzweise so ab. Das heißt, wir haben hier eine Person und die sieht hier ein Glas und dann reift irgendwo im frontalen Kortex, in den Entscheidungsarealen, der Entschluss, jetzt wirklich zum Glas zu greifen. Und dann wird dieser Plan im motorischen Kortex, also in den motorischen Bereichen des Gehirns, im prämotorischen Kortex und dann im motorischen Kortex, umgesetzt in wirklich einen konkreten Bewegungsplan, wo die Muskeln dann entsprechend aktiviert werden. Dieser Bewegungsplan wird hier über das Rückenmark zur Hand geschickt und dort werden die Muskeln entsprechend aktiviert, die dann das Glas oder die Flasche ergreifen. Wenn dann das Objekt berührt wird, dann löst es in den Hautsensoren Aktivität aus, die dann über sensorische Neurone über das Rückenmark wieder zurückgekoppelt werden und dann hier in den somatosensorischen Arealen, die ganz in der Nähe von den motorischen Arealen sitzen, da gelangt dann die Information an, dass diese Bewegung erfolgreich ausgeführt ist. Oder wenn sie nicht erfolgreich ausgeführt wurde, dann zumindest die Information über den aktuellen Zustand und dann wird eben korrigiert. Wenn man das hier schematisch darstellt, dann sieht man also, dass ganz, ganz viele Strukturen in dieser Hierarchie beteiligt sind. Ja, das ist erstmal die Planung, die im motorischen Kortex hauptsächlich stattfindet. Die Ausführung, ist schon klar, die geht über das Rückenmark und dann letztlich immer zu den Muskeln. Es sind immer die Muskeln, die Sachen machen. Und zwischendrin sitzen eben dann noch die Basalganglien und das Kleinhirn, wo diese Bewegungen moduliert werden. Das heißt, wo die dann flüssiger gemacht werden und fehlerfrei. Und dieses Schema werden wir uns jetzt in der Folge noch dann ein bisschen genauer ansehen. Ich will Ihnen jetzt aber auch noch anhand einer kurzen Demonstration zeigen, dass also Wahrnehmung nicht nur dazu da ist, jetzt Handlungen zu steuern oder visuell geführte Bewegungen zu erlauben, sondern dass unsere Handlungen dann im Gegenzug auch wieder die Wahrnehmung beeinflussen können.
Und um Ihnen das nachdrücklich zu zeigen, möchte ich Sie hier in der Kunst der Jedi unterweisen. Das heißt, was wir jetzt machen wollen, ist, dass Sie hier dieses Display, was ich gleich animieren werde, einzig und allein mit der Kraft Ihrer Gedanken steuern werden. Und bevor wir zu der Kraft der Gedanken kommen, machen wir es durch Bewegungen. Okay, also was Sie jetzt hier sehen in diesem Video, sind einfach Punkte, die irgendwie so auf und ab blinken. Und wenn Sie auf das Kreuz in der Mitte fixieren, dann werden Sie sehen, dass sich diese Punkte manchmal im Uhrzeigersinn bewegen und manchmal gegen den Uhrzeigersinn. Und so alle 3-4 Sekunden wechselt das. Und es wechselt einfach so, wie es gerade Ihrem Sehsystem einfällt. Und dieses Wechseln wollen wir jetzt unter unsere Kontrolle bringen. Und wenn Sie jetzt Ihren Finger nehmen und weiterhin auf das Kreuz fixieren und dann aber mit dem Finger im Uhrzeigersinn gehen und dann auch vielleicht mal wechseln, dann werden Sie feststellen, dass wenn Sie ein bisschen Übung haben, dass die Punkte Ihrem Finger genau folgen. Ja? Und es funktioniert auch immer noch, wenn Sie den Finger unterm Tisch drehen, sodass Sie den Finger gar nicht sehen. Klappt das bei den meisten? Nee? Also Sie müssen es wirklich drehen. So, und mit der Geschwindigkeit, mit der die Punkte sich bewegen. Es hilft am Anfang, wenn Sie den Finger zu den Punkten praktisch hinhalten und dann kann man so langsam dann wegbewegen. Das können Sie aber auch zu Hause noch weiter üben. Und wenn Sie dann schon fortgeschritten sind, dann reicht es auch, wenn Sie Ihrem Nachbarn beim Drehen zusehen oder wenn Sie sich die Drehung einfach vorstellen. Ja? Und wenn Sie das können, dann sind Sie ein Jedi. Bei wem klappt es denn jetzt? Okay, also ich finde diese Demonstration, also mich hat es total fasziniert und es ist ein Erlebnis. Bei mir ist das Spiel verkehrt. Kein Problem. Aber was es zeigt, ist, dass diese Bewegungen, die wir ausführen, einfach auch durchaus in unsere Wahrnehmungen beeinflussen, ja, dass das keine Einbahnstraße ist, sondern dass sich die wechselseitig beeinflussen. Okay, bevor wir jetzt weiter uns mit den Arealen beschäftigen, die dieser Bewegungskontrolle unterliegen, will ich jetzt erst noch mal einen Schritt tiefer gehen und Ihnen ein bisschen was über Muskeln erzählen. Weil letztlich können wir nur über Bewegungen auf unsere Umwelt einwirken und Bewegungen basieren immer auf der Aktivierung von Muskeln, sogar bei Intellektuellen. Ja? Das heißt, auch der Sir Charles Sherrington, der einen Nobelpreis für Physiologie gekriegt hat und die Synapse gekennzeichnet hat, der hat es sehr schön beschrieben, das ist ganz egal, ob wir ein Gedicht schreiben oder einen Baum fällen, das immer auf Muskelaktivität zurückzuführen ist. Und eben auch, wenn wir sprechen zum Beispiel. Und die Skelettmuskeln, die tragen auch über 40% zum Körpergewicht bei. Das heißt, die Muskeln sind wichtig für uns. Und die Grundlage, die molekulare Grundlage, wie jetzt Muskeln zu unseren Bewegungen beitragen, ist ein ganz geniales Zusammenspiel von zwei Eiweißen, Aktin und Myosin.
Das kommt dann gleich noch. Und im Muskel wird ihm dann chemische Energie, Stoffwechselenergie in mechanische Arbeit umgesetzt. Ein Muskel alleine hilft uns allerdings noch nicht viel weiter. Ja? Wenn Sie zum Beispiel einen Muskel beim Metzger kaufen, da kann der Muskel nicht viel machen. Und auch ein Muskel, der irgendwie an einem Nervensystem dranhängt, der kann noch nicht viel machen. Der kann sich kontrahieren, aber damit da wirklich Bewegung rauskommt, braucht man noch mehr. Und das ist einfach unser Skelett, unser Knochenapparat und die mit den Gelenken, ja, die im Zusammenspiel mit den Muskeln, die erlauben uns dann die Bewegungen. Zwischen den Muskeln und den Knochen, da befinden sich die Sehnen, das heißt, die Muskeln sind da an den Knochen irgendwie festgemacht. Und dazwischen sind, zwischen den Knochen sind Gelenke und die legen fest, also zusammen auch mit Gewicht, Form und Länge der Gliedmaßen, wie sich so ein Gelenk und damit wir uns bewegen können. Und bei den Gelenken, da gibt es in erster Linie drei verschiedene Sorten. Das einfachste ist so wie ein Scharnier, das Kniegelenk. Das hat im Prinzip nur eine Bewegungsebene. Ja? Das ist wie so eine Tür, die geht auf und die geht zu, geht nur in einer Bewegungsebene. Dann gibt es Ellipsoidgelenke, wie zum Beispiel das Handgelenk. Das erlaubt schon Bewegung in zwei Bewegungsebenen. Jetzt werden Sie sagen, okay, also zwei, also ich kann ja hier rauf, runter, links, rechts, aber ich kann auch rotieren. Ja? Aber das ist nur eine Illusion, weil wenn Sie das Handgelenk festhalten, dann können Sie nichts mehr rotieren. Diese Rotation, die wird durch die Unterarmknochen erledigt. Das Gelenk, das zumindest bei den meisten Menschen drei Bewegungsdimensionen erlaubt, ist das Hüftgelenk. Ja, da kann man vorn, hinten, seitwärts und auch drehen. Das heißt, diese Gelenke, die legen jetzt fest, wie bewegt werden kann. Aber jetzt haben wir immer noch das Problem, dass der Muskel sich eigentlich nur kontrahieren kann. Das heißt, auch wenn ich jetzt einen Muskel an dem Gelenk festmache und jetzt dann den Bizeps kontrahiere und dann der Unterarm nach oben gezogen wird, dann habe ich das Problem, okay, jetzt ist er oben. Jetzt kann ich natürlich, okay, der Unterarm, der wird auch durch die Schwerkraft wieder runterfallen, aber ich kann auch so, ja. Das heißt, man braucht irgendwie den Antagonisten, der dann die gegenläufige Bewegung kontrolliert. Und so sind die Muskeln eigentlich immer um die Gelenke gruppiert. Zum Beispiel hier im Oberarm mit dem Bizeps und Trizeps, sodass man den Arm beugen und strecken kann. Und dieser Knochenapparat mit den Gelenken, den Sehnen und den Muskeln, der legt fest, wie wir uns bewegen können. Der legt zumindest den theoretischen Rahmen fest, wie wir uns bewegen können. Es ist natürlich so, dass wenn man jetzt an so einem Gelenk zwei antagonistische Muskeln hat, ja, dann könnte es ja theoretisch auch sein, dass die beide gleichzeitig zerren und Vollgas geben. Ja. Und sowas wird in unserem Nervensystem durch ganz einfache Verschaltungen schon im Rückenmark verhindert. Also die gucken, dass da immer nur, dass es immer im Gleichgewicht bleibt. Die Muskeln selber sind aufgebaut aus Muskelfasern und bei den willkürlich gesteuerten Muskeln, also hauptsächlich der Skelettmuskulatur, da ist dieser Aufbau sehr, sehr systematisch und da wechseln sich eben in den, also die Muskelfaserbündel bestehen dann wieder aus einzelnen Muskelfasern und die bestehen dann aus solchen Abschnitten, die Sarkomer genannt werden und die durch diese zwei Eiweiße Myosin und Aktin, die aus diesen zwei Eiweißen bestehen und die sind da so ganz typisch und immer gleichbleibend angeordnet, systematisch und dadurch entsteht, wenn man auf den Muskel
wenn es unter dem Mikroskop draufschaut, dann ist er quer gestreift. Und das wird deshalb auch als die quer gestreifte Muskulatur bezeichnet. Und okay, jetzt haben wir diese Fasern, die da so ineinander versetzt sind und an den sogenannten Z-Scheiben, die die Grenzen von den Sarkomeren bilden, festgemacht sind. Und jetzt muss sich der Muskel irgendwie verkürzen. Und dazu gibt es sehr schöne Arbeiten, die diese Funktionsweisen dieser zwei Eiweißkörper, der Myosin und Aktin, ziemlich vollständig geklärt haben. Diese Verkürzung des Muskels, die entsteht dadurch, dass ich hier im Ruhezustand die Myosin-Filamente hier, die haben solche Köpfchen und diese Köpfchen, die sind praktisch an den Aktin-Molekülen festgemacht. Und wenn eine Kontraktion oder die Kontraktion findet dadurch statt, dass diese Köpfchen von den Myosin-Filamenten so eine Kippbewegung ausführen. Die machen sozusagen einen Ruderschlag. Und durch diesen Ruderschlag ziehen sie diese Myosin-Filamente weiter über diese Aktin-Filamente zusammen. Also es geht praktisch so rein. Dadurch kontrahiert sich der Muskel. Hier ist es dargestellt. Und also zuerst muss hier durch Zuführung von Energie der Myosin-Kopf erstmal gelöst werden von dem Aktin-Filament. Und dann kann der diese Kippbewegung ausführen und dann legt er sich hier wieder fest an. Eine einzelne von diesen Kippbewegungen, die verkürzt den Muskel vielleicht nur um 2%. Also das sind schon, wenn man den Muskel so 50% verkürzen will, dann muss man da ganz fleißig rudern, beziehungsweise diese Myosin-Köpfchen müssen rudern. Das heißt, die kontraktile Struktur dieser Myofibrillen, die besteht aus Aktin- und Myosin-Filamenten. Der Muskel verkürzt sich durch das Übereinandergleiten der Aktin- und Myosin-Filamente. Die Aktin-Filamente, die werden durch die Kippbewegungen der Myosin-Köpfe zur Sarkomermitte hin bewegt. Was nicht uninteressant ist, ist einfach, dass die Energie, die ist nötig zum Lösen der Myosin-Köpfe. Das heißt, wenn der Körper keine Energie mehr hat, dann erstarrt der Muskel. Und wann hat der Körper keine Energie mehr? Wenn er tot ist. Dann gibt es die Totenstarre. Okay, jetzt haben wir gesehen den Mechanismus, wie der Muskel sich kontrahieren kann. Aber die Frage ist natürlich, wann kontrahiert sich der und wie ist das gesteuert? Und dazu muss natürlich der Muskel mit dem Nervensystem verbunden werden. Ja, weil die Impulse zur Verkürzung, die kommen vom Nervensystem, entweder meinetwegen auch Reflexe im Rückenmark oder vom motorischen Kortex. Und diese Verknüpfung, die Verbindung zwischen Muskel und Nervensystem, das ist die sogenannte motorische Endplatte. Das ist die Synapse, die der Sherrington untersucht hat. Die motorische Endplatte, die sieht ungefähr so aus. Also hier kommt die Nervenfaser von dem Motoneuron. Das sind Alpha-Motoneurone. Die sind alle myelinisiert, das heißt, die leiten die Aktivität sehr schnell weiter. Und die setzen sich hier am Muskel an. Dieser Bereich hier, das ist die motorische Endplatte. Die Motoneurone, die sitzen im Rückenmark. Die haben meistens relativ große Zellkörper. Die haben große Zellkörper, weil bei den Motoneuronen, da setzen ganz viele andere Neurone an. Weil die Entscheidung, ob der Muskel kontrahiert oder nicht, die wird nicht hier an der motorischen Endplatte getroffen, sondern die wird hier im Rückenmark, im Motorneuron getroffen. Wenn
im Motorneuron ein Aktionspotenzial ausgelöst wird, das dann über das Axon zur motorischen Endplatte geschickt wird, dann führt es hier immer auch zu einer Kontraktion. Das heißt, hier gibt es keine hemmenden Synapsen mehr. Die Synapsen hier an der motorischen Endplatte sind ganz speziell. Da ist auch der Neurotransmitter ist immer der gleiche, ist Acetylcholin. Und es gibt nur Erregung hier. Worin sich jetzt verschiedene Motorneurone unterscheiden oder auch verschiedene Muskeln ist, wie viele Muskelfasern von einem Motorneuron erregt werden. Ja. Also das Axon geht nicht nur zu einer Muskelfaser, sondern es verzweigt sich und kann dann viele Muskelfasern erregen. Und es ist natürlich klar, okay, aber vielleicht muss ich erstmal sagen, es ist so, dass jede Faser wird nur von einem Motorneuron erregt. Das ist im Laufe der Entwicklung nicht immer so. Am Anfang kann es auch mehrere Motorneurone geben, die die gleiche Faser innervieren, aber das System lernt es dann praktisch, dass immer nur an jeder Faser ein Motorneuron sitzt. Und wenn ein Motorneuron jetzt, wenn jede Muskelfaser ein einzelnes Motorneuron hätte, ja, dann könnten die natürlich alle getrennt voneinander aktiviert werden und dann könnte man die Muskelkraft und die Kontraktion sehr, sehr genau kontrollieren. Wenn der ganze Muskel, wenn man sich vorstellt, der Bizeps würde von einem einzigen Motorneuron erregt, ja, dann wird, wenn dieses Neuron feuert, dann kontrahiert der Bizeps und ansonsten nicht. Also wäre es sehr, sehr grob. Und im Körper ist es so, dass bei den Muskeln, bei denen die Kraft sich am genauesten steuern lässt, das sind zum Beispiel die Augenmuskeln, da innerviert ein Motorneuron so ungefähr 3 Muskelfasern. Beim Bein sind es ungefähr 300 und in der Rückenmuskulatur vielleicht 1000. Ja. Also man erkennt da, desto mehr das sind, desto grober ist sozusagen die Kontrolle über diese Muskeln. An der motorischen Endplatte. Okay, jetzt haben wir hier die Motorneurone, die Endplatte und jetzt kommt hier ein Aktionspotenzial an. Ja. Und wie funktioniert dann die elektromechanische Kopplung? Die Kopplung ist so, dass diese Muskelfasern erstmal reagieren wie ein Neuron. Ja. Das Aktionspotenzial kommt an hier, das führt zu einer Depolarisation und die wird dann durch diese Tubuli hier praktisch in den Muskel geleitet. Und im Zellinnern sind hier in diesen longitudinalen Tubuli sind hier Calciumionen eingelagert. Und durch das Aktionspotenzial werden diese Calciumionen freigesetzt. Und die Calciumionen, die freigesetzt werden, die bewegen sich dann so langsam in den Muskel rein zu diesen Aktin- und Myosin-Filamenten. Und nur wenn das Calcium vorhanden ist, dann wird diese Kippbewegung ermöglicht. Wenn kein Calcium vorhanden ist, dann geht gar nicht mit einer Kontraktion. Und dann im Anschluss an die Aktivierung fließen die Calciumionen wieder zurück in diese Terminalzisternen. Hier ist es dargestellt und man sieht hier schon, also das hier ist, wenn der Reiz kommt, bei 0 Millisekunden, das Aktionspotenzial selber, das ist natürlich nach 5 Millisekunden schon wieder vorbei. Und hier ist der Fluss von den Calciumionen, der beginnt dann erst so nach den 5 Millisekunden und es dauert ungefähr 20 Millisekunden, bis die Calciumionen wirklich bei den Filamenten angelangen. Und erst dann kann die Kontraktion beginnen. Das heißt, es ist ein relativ langsamer Prozess hier. Also wenn er 20 Millisekunden dauert, bis hier dann mal wirklich mit der Kontraktion begonnen werden kann. Und das ist eigentlich auch der Mechanismus, wie dann die Muskelkraft reguliert werden
kann, das zeige ich dann her noch, nämlich wenn dann das nächste Aktionspotenzial schon kommt, bevor die Calciumionen erst wieder abfließen, dann bleiben die beiden Filamenten und dann kann der Muskel weiter kontrahiert werden. Die Muskeln, also werden durch die Motoneurone an der motorischen Endplatte aktiviert. Jede Muskelfaser wird nur von einem Motoneuron innerviert. Jedes Motoneuron aktiviert zwischen 3 und 300 oder also bei der Rückenmuskulatur auch noch mehr Muskelfasern. Die Freisetzung von Acetylcholin, das ist der einzige Transmitter, den es an der motorischen Endplatte gibt, der führt zu einer Depolarisation und auch zu einer Kontraktion. Und der Einstrom von den Calciumionen, der löst dann die Kontraktion aus, bei der die Aktin- und die Myosin-Filamente ineinander verschoben werden. Die Muskelkraft wird jetzt reguliert, entweder durch die Rekrutierung von motorischen Einheiten. Das heißt, wenn ich jetzt ein so ein Motoneuron habe, das 100 Muskelfasern aktiviert, wenn ich jetzt den Muskel stärker kontrahieren will, dann nehme ich noch ein weiteres Motoneuron dazu, das dann meinetwegen noch mehr 100 Muskelfasern aktiviert. Ja, dadurch kann ich die Muskelkraft steigern. Und die zweite Art, es zu steigern, ist, indem ich einfach die Feuerrate der Motoneurone steigere. Und dadurch kommt es zu dem, was man auch Tetanus nennt, nämlich der Verschmelzung dieser einzelnen Kontraktionen über die Zeit hinweg. Das ist hier dargestellt, also so eine einzelne Zuckung sieht so aus, es dauert relativ lang. Und wenn dann die Aktionspotenziale immer schneller kommen, dann fließt eben das Calcium nicht erst ab, sondern es bleibt in der Zelle und dann ab einer gewissen Feuerrate bleibt einfach der Muskel dann entsprechend kontrahiert. Das heißt, dadurch kann die volle Muskelkraft entfaltet werden. Die Kontraktion des Muskels, also die muss aber irgendwie auch sehr genau kontrolliert werden, um Bewegungen genau auszuführen. Es geht nicht darum, da einfach mit maximaler Kraft, mit Vollkraft immer zu kontrahieren, sondern es muss halt irgendwie abgestuft werden. Und dazu, um das zu steuern, gibt es auch ein Sinnessystem in den Muskeln. Das ist die sogenannte Propriozeption. Diese Rückmeldung ist wirklich ganz, ganz enorm wichtig. Weil die einzige andere Art der Rückmeldung, die wir hätten, ist ja zum Beispiel immer hinzugucken, also alles visuell zu steuern. Die Wichtigkeit dieser Rückmeldung aus den Muskeln, die zeigt sich bei Personen, bei denen diese Rückmeldungen fehlen. Ja? Oder bei Versuchstieren, wo die Rückmeldungen, diese Sinnesnerven dann zerstört wurden. Und wenn eben von einem bestimmten Körperglied, zum Beispiel vom rechten Arm, keine Rückmeldungen mehr kommen über die Propriozeption, dann benutzen wir den Arm nicht mehr. Das heißt, der Arm ist dann praktisch wie gelähmt, obwohl die Muskeln noch vollkommen intakt sind. Aber der Arm kann einfach nicht mehr gesteuert werden, weil da keine Rückmeldung kommt. Das Interessante sind also Experimente, also wenn man bei einem Arm diese Rückmeldung zerstört, dann ist der Arm praktisch gelähmt. Aber wenn man dann entweder beim zweiten Arm das auch noch macht oder den zweiten Arm einfach sonst wie ruhig stellt, sodass man gezwungen ist, diesen Arm zu benutzen, dann kann man das wieder lernen. Aber das muss dann alles unter visueller Kopplung. Also man kann einen Arm nur heben, wenn man hinguckt. Aber die Propriozeption ist wirklich ganz, ganz enorm wichtig. Ohne die Propriozeption funktionieren die Muskeln praktisch nicht. Und die Propriozeption, die beruht zum einen, und das ist jetzt nicht das weniger wichtig, auf den sogenannten Golgi-Sehnenorganen. Die sind praktisch da, wo die Muskeln an den Sehnen festgemacht werden, sind
Die messen praktisch, mit welcher Kraft die Sehne gedehnt wird. Ja. Und die sind wichtig, um Verletzungen zu vermeiden, damit er nicht zu stark gezogen wird. Aber die ganz, ganz genialen propriozeptiven Sensoren, das sind die sogenannten Muskelspindeln. Und die heißen Muskelspindeln, weil die hier sowieso Spindeln um Muskelfasern rumgewickelt sind. Und die Muskelfasern, um die rumgewickelt sind, das sind jetzt nicht die Muskelfasern, die die Kraft entwickeln, sondern das sind zusätzliche Muskelfasern. Die werden intravusal genannt, weil sie in diesen Spindeln drin sind. Und die Bedeutung dieser Muskelspindeln, die kann man auch dadurch sehen, dass ungefähr 30% der Motoneurone, die innervieren praktisch solche intrafusalen Muskelfasern. Das heißt, so ein Drittel des ganzen Apparates dient überhaupt nicht dazu, Kraft zu entfalten, sondern um zu messen den Kontraktionszustand der Muskeln. Und gemessen wird es, indem diese Sensoren um diese intrafusalen Muskelfasern rumgewickelt sind, und dann gibt es sogenannte primäre sensorische Endigungen, die sind hier um die Mitte rumgewickelt, und sekundäre, die sind hier an den Enden rumgewickelt. Warum gibt es jetzt zwei verschiedene Sorten und warum braucht man überhaupt diese intrafusalen Fasern und alles? Naja, die hier an den Enden, die messen eher so die absolute Länge des Muskels. Aber es ist jetzt so, wenn ich den Muskel kontrahiere, dann will ich ja im Anschluss, soll das praktisch mein neuer Ist-Zustand werden, und ich will dann wieder Abweichungen von dem aktuellen Ist-Zustand haben. Das heißt, ich will eigentlich ein System haben, das sich ständig an den momentanen Ist-Zustand anpassen kann und immer Abweichungen davon messen kann. Und das kann ich dadurch erreichen, dass ich eben diese intrafusalen Muskelfasern kontrahiere. Und diese Kontraktion wird dann von diesen primären sensorischen Endigungen signalisiert, und die adaptieren aber dann sehr, sehr schnell an den neuen Zustand und signalisieren dann wieder Abweichungen davon. Und das Ganze ist Bestandteil von verschiedenen Reflexbögen, unter anderem von diesem Dehnungsreflex, ja, dem Patellarsehnenreflex. Wenn diese Muskelfasern gedehnt werden, dann wird die Information ins Rückenmark geschickt, und von dort kommt die dann gleich wieder zu den Alpha-Motoneuronen, die jetzt diese Neurone die Muskelfasern aktivieren, die dann die Kraft wirklich entfalten. Und die werden dann kontrahiert, um den Kontraktionszustand des Muskels praktisch konstant zu halten. Also die Muskelspindeln sind ganz, ganz wichtig. Und die Muskelspindeln können auch schon vorher, bevor irgendwie eine Kontraktion erwartet wird, aktiviert werden, sodass man dann vorbereitet ist auf bestimmte sensorische Eingänge. Das ist hier dargestellt. Was hier gemacht wird, ist jetzt, dass also die Person hier, die hat ihren Arm bereit, und ich lege dann jetzt hier ein schweres Buch drauf. Und was hier passiert, ist genau dieser Schaltkreis, den ich beschrieben habe, oder genauso wie bei dem Patellarsehnenreflex, also das Buch kommt raus ins Gewicht, und dann wird der Muskel gedehnt, und dann setzt dieser Haltereflex ein, und der Muskel wird dann wieder gekürzt. Ja? Das heißt, da ist immer eben diese Zeit noch mit drinnen, wo eben der Muskel gedehnt wird und dann gekürzt. Wenn ich aber das praktisch genau weiß, wann jetzt das Buch kommt, und auch weiß, wie schwer das ist, wenn ich zum Beispiel das Buch mir selber auf die Hand lege, was hier illustriert ist, dann kann ich das machen, ohne dass da irgendwie erst groß gedehnt wird. Ja? Dann kann das alles schon
antizipativ vorbereitet werden. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig. Okay, also die sensorischen Signale aus den Muskeln sind für Bewegungen sehr wichtig. Die Golgi-Sehnenorgane, die kodieren die Kontraktion, die Muskelspindeln kodieren den Dehnungszustand über dynamische, diese primären und die statischen, sekundären Nervenfasern. Und die Gamma-Motoneurone, die passen dynamisch den Arbeitsbereich der Muskelspindeln durch diese Kontraktion der intrafusalen Muskelfasern an. Ja, diese extrafusalen Fasern, die werden durch die Alpha-Motoneurone aktiviert. Und ca. 30% der Muskelfaserinnervationen sind intrafusal und die tragen eigentlich zur Kraftentwicklung ganz wenig bei. Das zeigt schon irgendwie die Bedeutung von diesen Muskelspindeln. Okay, jetzt wollen wir uns im letzten Teil der Vorlesung noch anschauen, wie diese Bewegungen und Handlungen im zentralen Nervensystem gesteuert werden. Und dann gucken wir uns jetzt erstmal diese Bereiche hier im Hirnstamm an. Das Basalganglien und die Cerebellum, also die modulieren hauptsächlich, das heißt, die korrigieren Fehler und sorgen dafür, dass die Bewegungen flüssiger sind. Und die Bedeutung von diesen verschiedenen Regionen hier im Hirnstamm, also ist hauptsächlich für Fortbewegung und für Haltung und Stützmotorik sehr wichtig, die Bereiche hier. Die Befunde über die Bedeutung von diesen verschiedenen Bereichen, die wurden hauptsächlich durch Tierversuche gewonnen, indem diese einfach hier bestimmte Bereiche durchtrennt wurden. Ja? Das heißt, wenn man hier ist das Rückenmark und wenn man jetzt hier oben das Rückenmark praktisch vom Endhirn abtrennt, dann hat man ein sogenanntes Mittelhirntier. Dann ist es das Endhirn, das kann dann nicht mehr kommunizieren mit den Muskeln. Das Einzige, die Muskeln werden nur gesteuert durch diese Bereiche hier im Hirn. Und das Mittelhirntier hat eigentlich eine erstaunlich intakte Motorik. Das hat eine intakte Stützmotorik, kann alleine aufstehen und man kann Laufbewegungen auslösen. Also wenn man das Tier auf ein Laufband setzt, dann läuft es. Oder wenn man es andrückt, dann läuft es auch los. Aber die weitere Kontrolle fehlt da. Wenn der Schnitt jetzt weiter unten ist, sodass die Brücke und der Pons hier nicht mehr mit beteiligt sind, dann, wenn man hier das durchführt, dann kriegt man das sogenannte dezerebrierte Tier. Das kann zwar aufrecht stehen, aber ist vollkommen starr. Also da ist immer ein ganz, ganz starrer Muskeltonus vorhanden. Aber das Stehen ist noch möglich und das heißt, dass also diese Bereiche hier für den Tonus, für die Stützmotorik wichtig sind, dass die das steuern, aber dass eben die Bereiche hier drüber das modulieren und dafür sorgen, dass das richtig, dass die richtige Aktivierung stattfindet. Das heißt also, vieles von dem, also von Gehen, Stehen und so, das läuft hier schon in diesem Bereich im Hirnstamm ab. Das Cerebellum, das hier, das auch Kleinhirn, das ist eine sehr, sehr wichtige Region für die Motorik. Da wird vor allen Dingen für die Fehlerkorrektur. Und das wurde sehr schön illustriert in Experimenten mit Patienten, die Schädigungen im Kleinhirn haben. Also es kommt leider relativ oft vor. Wenn man, und gezeigt wurde es mit Versuchen mit sogenannten Prismenbrillen. Wenn ein normaler Proband jetzt meinetwegen auf eine Dartscheibe wirft, ja, dann
trifft ja nicht immer ganz genau, es kommt dazu Abweichungen, aber so im Prinzip zentrieren sich die Würfe um den Mittelpunkt der Scheibe. Wenn man aber den Probanden jetzt eine Prismenbrille aufsetzt, die Welt praktisch verschiebt, also wenn man die Prismenbrille aufsetzt, ist alles nach links verschoben, zum Beispiel. Und wenn der Proband dann, wenn man dem Probanden dann so einen Dartpfeil in die Hand gibt und der wirft, dann trifft und auf die Mitte der Scheibe zielt, dann wirft er natürlich daneben, weil er die Scheibe verschoben ist, ja, durch die Brille. Wenn der Proband es allerdings so 3, 5 oder 10 Mal gemacht hat, dann kann er es wieder kalibrieren. Dann trifft er so langsam wieder die Mitte. Wenn er dann die Brille absetzt, dann wirft er erstmal in der anderen Richtung daneben, aber korrigiert es dann relativ schnell wieder. Wir haben, also ich habe bei uns oben in der Abteilung so eine Prismenbrille und das ist natürlich der große Hit bei der Weihnachtsfeier. Also wir würden nicht unbedingt jemanden einen Dartpfeil in die Hand drücken, der so eine Prismenbrille aufhat, aber man kann es auch mit so Velcro-Bällen machen und das ist natürlich total lustig, wenn man erstmal total daneben schmeißt und dann nach einer Zeit trifft man. Die Patienten mit Kleinhirnschädigungen, bei denen fehlt diese Fehlerkorrektur. Das heißt, wenn so ein Patient die Prismenbrille aufsetzt, dann wirft er daneben und wirft daneben und wirft daneben. Das kann nicht korrigiert werden. Und wenn man ihn absetzt, dann trifft er wieder einigermaßen. Das heißt, also das Kleinhirn spielt da eine sehr, sehr wichtige Rolle für die, nicht nur für die Kurskorrektur nicht nur für die Korrektur von der schnellen Zielmotorik, sondern auch um Korrekturen im geschlossenen Regelkreis auszuführen, also bei langsamen Bewegungen und auch Steuerung und Korrekturen in der Stützmotorik. Und das Interessante ist, also dass das Kleinhirn lange Zeit einfach nur mit diesen motorischen Aspekten in Verbindung gebracht wird, aber dass sich inzwischen zeigt, dass das Kleinhirn eben dann auch bei eher kognitiven Aufgaben so diese Rolle der Fehlerkorrektur übernimmt und innehat. Und die Fehlerkorrektur ist natürlich auch sehr, sehr wichtig fürs motorische Lernen. Also wenn man dann irgendwelche komplexen Fertigkeiten erlernen will, da wird das Kleinhirn ganz massiv aktiviert während des Lernprozesses. Der motorische Kortex, das ist eigentlich der Chef über die ganze Ausführung von Bewegungen. Da werden diese Pläne umgesetzt in richtige Bewegungsprogramme, durch die dann die Muskeln erst aktiviert werden. Und der motorische Kortex, die Repräsentation von Neuronen im motorischen Kortex, die kennt man ziemlich genau. Das war ein kanadischer Neurochirurg namens Wilder Penfield, der hatte relativ viele Epilepsie-Patienten, die er operieren musste. Also in ganz schlimmen Fällen kann man das eigentlich nur operieren, indem man diese Herde der Epilepsie dann wirklich zerstört im Gehirn. Und da will man natürlich vermeiden, dass irgendwelche ganz besonders wichtigen Bereiche zerstört werden. Das heißt, da wird es vorher, oder wurde zumindest in den 50er Jahren es vorher so kartiert. Das heißt, er hat dann mit einer Elektrode hier Neuronen aktiviert in diesem Bereich vor der Zentralfurche. Und dann hat er festgestellt, dass eben Aktivierung in bestimmten Bereichen zu Bewegungen führen, entweder eben hier von Augen, Finger, Hand oder auch von Lippen und so weiter. Und hier ist sozusagen dann der motorische Homunculus dargestellt, wo einfach die Bereiche, die ganz, ganz besonders motorisch
die einen ganz großen Bereich einnehmen in der Motorik, zum Beispiel die Finger natürlich, dann auch hier vergrößert dargestellt wurden. Und der Wilder Penfield, der hat auch in dem somatosensorischen Bereich, der wirklich parallel zum motorischen Kortex hier hinter der Zentralfurche verläuft, ähnliche Stimulationen gemacht und haben die Patienten über Empfindungen berichtet, und der somatosensorische Homunculus, der sieht praktisch genauso aus. Ja. Diese Bereiche hier sind direkt nebeneinander vor und hinter der Zentralfurche repräsentiert. Es gibt allerdings also nicht eine direkte 1:1-Zuordnung zu den Muskeln. Also das lässt sich nicht zeigen, dass wenn man ein Neuron hier aktiviert, dass dann immer der gleiche Muskel aktiviert wird. Die Neurone im motorischen Kortex, wenn man von denen ableitet, dann findet man, dass sie schon vor der Bewegung aktiviert werden und stärker feuern. Das ist jetzt hier eine Bewegung und versuchst hier so drehen muss, damit so ein Gewicht bewegt wird. Und also das Neuron im Motorkortex, das feuert schon vor der Bewegung. Das heißt, es ist für die Planung wichtig. Es feuert während der Bewegung, das heißt, es ist für die Ausführung wichtig. Und die Feuerrate hängt auch vom Gewicht ab. Das heißt, es ist auch für die Kontrolle wichtig. Das heißt, die Neurone im motorischen Kortex, die sind für die Planung, Ausführung und Regulierung wichtig. Also wie gesagt, die steuern praktisch alle Aspekte von den Bewegungen. Jetzt ist natürlich die Frage, ob im motorischen Kortex dann wirklich direkt die Muskeln gesteuert werden, also wenn ein Neuron feuert, oder ob eher abstrakter bestimmte Bewegungen aktiviert werden. Und das wurde untersucht in Experimenten, wo eben meinetwegen hier so ein Cursor bewegt werden kann, wo aber die Bewegung mit der Aktivität verschiedener Muskeln erreicht werden kann. Ja. Je nachdem, wie es das Versuchstier, diese Apparatur, diesen Hebel greift, müssen verschiedene Muskeln aktiviert werden, um den Cursor hier meinetwegen nach links zu bewegen. Und wenn man diese Versuche macht, dann findet man, dass ungefähr ein Drittel der Neurone im motorischen Kortex die Muskelbewegung steuern. Also die feuern praktisch immer nur, wenn die gleiche Bewegung, also bei einem dieser Griffe, während die Hälfte der Neurone die Bewegung im Raum steuern. Das heißt, die feuern unabhängig davon wieder, welche Muskeln jetzt aktiviert werden, im Prinzip hier für beide dieser Griffe. Das heißt also, dass also die Neurone im motorischen Kortex, die haben schon eine gewisse Variabilität. Ja. Manche sind irgendwie enger an die Muskeln gebunden und manche ein bisschen flexibler an die Aktivierungen von Bewegungen im Raum. Die Aktivierung, also die einzelnen Neurone, die kodieren die Bewegungsrichtung. Das heißt, wenn man es von so einem einzelnen Neuron ableitet, dann feuert es immer am stärksten in eine bestimmte Richtung. Hier zum Beispiel, wenn dieser Hebel nach vorne bewegt wird. Wenn er nach hinten bewegt wird, feuert das Neuron gar nicht. Wenn er so nach vorne zur Seite, dann feuert das Neuron ein bisschen. Diese Kurven sind ganz, ganz ähnlich zu diesen Orientierungsempfindlichkeitskurven von den visuellen Neuronen im primären visuellen Kortex. Und was Forscher in den letzten 10 Jahren so gemacht haben, um den Herrn namens Apostolos Georgopoulos, die haben von ganz, ganz vielen solcher Neuronen im motorischen Kortex abgeleitet und haben dann vor der Bewegung immer die Aktivierung dieser Neurone gemessen. Und wenn dann das Versuchstier eine Bewegung in eine bestimmte Richtung gemacht hat, dann konnten sie dann praktisch bestimmen,
was diese, all diese Neurone in der Summe, also die Population dieser ganzen Neurone angezeigt hat. Wie die Population dieser ganzen Neurone auf diese Bewegung nicht reagiert, sondern also wie die Aktivierung dieser Population mit dieser Bewegung einhergeht. Und was er dann festgestellt hat, dass eigentlich die Summe dieser Neurone genau vorhersagen konnte, in welche Richtung der Affe den Hebel bewegt hat. Und das ist eigentlich so der erfolgsversprechende Ansatz, sowas wie intelligente Prothesen zu bauen, mit denen man dann wirklich die Aktivierung von Gruppen von Neuronen im motorischen Kortex messen kann. Und wenn man das dekodieren kann, wenn man gelernt hat, das zu dekodieren, dann könnte man damit eben eine intelligente Prothese steuern, die sich dann in eine bestimmte Richtung bewegt. Und man hat dazu, also theoretisch funktioniert es allerdings nur eben mit so einfachen Bewegungen, ja, dass man eben die Aktivierung von diesen vielen verschiedenen Neuronen misst und dann eine bestimmte Bewegung, die Bewegung dekodieren kann und die dann in einem Roboterarm ausführen kann. Das ist natürlich noch ein ganz, ganz weiter Weg, um das jetzt mal für Patienten umzusetzen. Also da muss man eben auch die Elektroden, um die Aktivierung zu messen, irgendwie langfristig implantieren, das ist dekodieren und man will dann natürlich komplexere Bewegungen, nicht nur die ganz, ganz einfachen Bewegungen dekodieren. Aber ich glaube, dass es schon ein sehr erfolgsversprechender Ansatz ist und dass man damit vielleicht schon mal in 10 bis 20 Jahren Prothesen vielleicht durch Gedanken steuern kann. Und das wäre schon ein riesiger Fortschritt. Ein sehr, sehr aufsehenerregendes Ergebnis, das vor 15 Jahren schon gefunden wurde, das sind die sogenannten Spiegelneurone. Und da haben Forscher von einer bestimmten Region im motorischen Kortex von Affen abgeleitet, das ist ein bestimmtes Areal, F5, und die haben gemessen, wie die Neuronen feuern, wenn der Affe Greifbewegungen ausführt. Und das heißt, die Versuche liefen so ab, also da wird ein Objekt, zum Beispiel so eine Rosine hier auf dem Tablett gelegt und dann musste der Affe das ergreifen und dann hat man gemessen, wie das Neuron hier feuert, wenn der Affe das Objekt ergreift. Und irgendwann hat man während der Versuche, hat ein Versuchsleiter einfach die Rosine genommen und hat sie vielleicht sogar in den Mund gesteckt. Und dabei hat das Neuron, von dem gerade abgeleitet wurde, einfach ganz wild auch gefeuert. Und die Forscher, italienische Forscher, den Giacomo Rizzolatti, die haben dann gemerkt, dass das jetzt was Interessantes sein könnte und haben das ganz genau untersucht und haben dann eben festgestellt, dass in dieser Hirnregion ungefähr ein Drittel der Neurone, die sogenannten Spiegelneurone, eben nicht nur feuern, wenn das Versuchstier eine bestimmte Aktivität ausführt, sondern wenn das Versuchstier die Aktivität nur beobachtet. Und das wichtige Kennzeichen auch an den Spiegelneuronen ist, dass die Bewegung wirklich auch zielgerichtet sein muss. Ja, wenn da kein Objekt da ist, dann wird das Spiegelneuron nicht feuern. Und diese Spiegelneuronen, da wird natürlich dann überlegt, ja, dass die extrem wichtig sein könnten für das Verstehen von Fremdbewegungen, von der Bewegung von anderen Menschen und auch für das Imitieren. Ja, es wird dann schon ziemlich gehypt, dass die Spiegelneurone praktisch die Grundlage der menschlichen Intelligenz sind. Aber es ist natürlich das Problem, dass man bei Menschen bisher die Spiegelneurone nicht nachweisen konnte. Also es wurden bei Menschen, es gibt ganz, ganz viele Untersuchungen und Forscher, die sagen, dass es bei Menschen auch Spiegelneurone gibt. Und das wird hauptsächlich mit funktioneller Kernspintomographie untersucht. Und da kann man natürlich keine einzelne Neurone untersuchen.
Man kann dann in einer bestimmten Hirnregion feststellen, dass es da Aktivierung gibt, wenn ein Mensch eine bestimmte Handlung ausführt. Und man kann auch feststellen, dass in der gleichen Hirnregion eine Aktivierung stattfindet, wenn der Mensch eine ähnliche Handlung beobachtet. Aber man weiß nicht, ob es die gleichen Neurone sind. Und es wurden ein paar Untersuchungen durchgeführt. Es gibt fortgeschrittene Methoden, wo man das ein bisschen trennen kann. Und es gab auch Untersuchungen an Patienten, bei denen eben Einzelzellableitungen im Laufe von neurochirurgischen Maßnahmen gemacht wurden. Und da sah es eher so aus, also die jetzt nicht so weit verbreitet sind. Und das heißt, es wird dann auch heißen, dass vielleicht die Rolle dieser Spiegelneurone nicht ganz so bedeutsam ist, wie es manchmal dargestellt wird. Aber es ist sicher also eine ganz, es ist irgendwie faszinierend, dass es solche Neurone gibt. Okay, zum Abschluss möchte ich nochmal kurz wiederholen. Also die Muskeln sind die Grundlage für all unsere Interaktionen mit der Umwelt. Die Propriozeption ist ganz wichtig. Man unterscheidet zwischen ballistischen, also diese vor allem den schnellen und den kontrollierten, sehr präzisen Bewegungen. Und das zentrale Nervensystem, der motorische Kortex, plant, sequenziert und initiiert diese Handlungen. Das war's für heute. Vielen Dank.